Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel Gun 3D. Heute ganz im Halloween-Look, deswegen bin ich auch ein Geist. Ihr seht schon, ich bin heute durchsichtig, denn heute dreht sich alles um das Halloween-Bundle hier bei Pixel Gun 3D, einen der geilsten Events, die es bei Pixel Gun je gegeben hat. Habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht, aber ich versäume es ja immer, dass ich meine Lobby hier den Jahreszeiten anpasse, und es wird einfach Zeit, dass wir heute ja meiner Lobby ein geileres Aussehen verpassen, das einfach hier dazu passt zum, ja, zur Jahreszeit, zum Oktober, zu Halloween, denn bei Pixel Gun ist ja alles Halloween. Ihr seht schon da oben den Kürbis und den Geist, dann steht hinten dieser geile Truck, der Wally's Van, nur irgendwie sieht es bei mir aus wie im Regenbogenland, muss ich ehrlich gesagt sagen, und das sollte ich ändern. Und zu Weihnachten gibt es natürlich dann auch Weihnachtsdeko, und ja, wir momentan sind wir im Oktober. Momentan ist hier alles Halloween und alles Geist und Skelette, und auch die Musik ist da sehr, 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 sehr gut angepasst. Aber Leute, bevor wir uns das Halloween-Bundle holen werden um 3,50 Euro und schauen werden, was das alles so beinhaltet, weil man kann ja nicht nachschauen. Angeblich ist ja auch die Waffe Beast drinnen, die ich mir schon gekauft habe. Aber das steht ja nirgends, deswegen konnte man das auch nicht wissen. Aber bleibt auf alle Fälle dran, wenn wir hier meine Lobby umändern werden in Halloween. Aber zuerst werden wir uns hier ein paar Preise abholen, damit wir hier, ja, auch mal vielleicht eine neue Waffe oder was anderes Cooles bekommen. Und ja, weil ich eben heute ein Geist bin, schreibt mir alle Hashtag Danny der Geist rein in die Kommentare, würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Wir bekommen hier erstmal 5 Teile und jetzt geben wir nochmal 7 Juwelen aus, um hier nochmal, wow, weiter zu wandern. Und wir bekommen sogar 30 Teile von dem Halloween-Avatar. Aber jetzt, Leute, gehen wir zurück und gehen mal zu den zu dem Ritual Revolver. Da werden wir mal den VIP weggeben, da werden wir das weggeben und da werden wir auch, nee, die eine Stunde VIP will ich eigentlich nicht haben. Schauen wir mal, was es da so gibt. Ja, wir bekommen einen Teil. Einen Teil. Unglaublich. Vielleicht bekomme ich ja auch die 100 Juwelen. Das wäre auch mega, mega cool. Aber ich bekomme ja wie immer Münzen. So, wir bekommen wenigstens 3 Edelsteine. Einmal machen wir es noch. Mal schauen, was da drinnen ist. Wow. 2 Teile. Oh mein Gott. Egal. Weiter geht's. Gewehr eines Toten. Da werden wir auch mal das VIP weggeben. Den einen Juwelen und die... Komm. Oh, ich kann hier nur 3 hier ausschließen. Das ist so komisch. Manchmal kann man 3 ausschließen, manchmal kann man 4 ausschließen. Verstehe ich einfach nicht. So, wir bekommen die 5 Münzen. War ja klar. Oh, 2 Teile. Und 10 Edelsteine. Dann machen wir gleich nochmal. Dann haben wir nochmal 3 Edelsteine gewonnen. Okay. Die 16 sind mir eindeutig viel zu viel. Da ist man besser dran, wenn man sich die Waffenteile einfach mit echtem Geld kauft. Aber das habe ich ja schon mal angemerkt, dass ich das einfach total blöd finde, dass man viel billiger ist, wenn man sich einfach die Teile um 10 Euro kauft, als hier 300 Juwelen für einen Dreh auszugeben. Und dann bekommt man 5 Münzen. Das ergibt einfach keinen Sinn, Pixel Gun. Es ergibt wirklich keinen Sinn, egal, aber ja, vielleicht ändert es da Pixel Gun irgendwann mal was, aber es sieht momentan nicht sehr danach aus. Aber na gut, sie haben ja mit diesem Update ja schon viel Gutes gemacht, muss ich sagen. Alleine mit dem Event, dass sie es wirklich geschafft haben, Pixel Gun so einzufärben, und wir haben 50 Edelsteine bekommen. Krass, 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 weil momentan merkt man, dass bei Pixel Gun Halloween ist, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass sich da ein Spiel so bemüht, um das zu machen. So, wir bekommen jetzt nochmal 50 Münzen, weil wir eine Runde geschafft haben. Und sollen wir nochmal hier 17 Edelsteine ausgeben? Ich weiß ja nicht. Wir können es machen, machen wir aber nicht. Wir werden uns jetzt nämlich dieses Halloween-Bundle holen, Leute, bei Wally's Van. Und das kostet hier ganze 3,49 Euro, dauert noch 12 Tage und ist ein Lobby-Bundle. Deswegen habe ich mir nicht gedacht, dass hier auch die Waffe Beast drinnen ist. Viele von euch haben mir gesagt, sie ist da drinnen. Nur ich habe sie dann irgendwie mit 200 Juwelen gekauft und irgendwie war sie dann auf Effizienz 12 und nicht wie versprochen laut der Anzeige hier auf Effizienz 31. Aber auch die werden wir heute noch upgraden, soweit es geht. Ja, heute machen wir wirklich viel. Heute machen wir wirklich viel. So, aber wir kaufen das Ganze um 3,49 Euro mal. So. Und da haben wir es. Da steht natürlich gleich, du bist jetzt startklar, dein Kauf war erfolgreich. Und jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Okay. Es zeigt mir nicht an, was ich bekommen habe. Cool, aber wir sind endlich, es ist alles automatisch hier angewendet worden. Und jetzt
sieht es geil aus, Leute. Jetzt fühlen wir auch Halloween in unserer Lobby. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Das war wirklich Regenbogenland. Und jetzt haben wir ein richtig cooles Halloween. Eine richtig coole Halloween-Teko hier in unserem, ja, unserer Lobby. Und man sieht jetzt auch den Van hier hinten mega, mega cool dastehen. Ja, wie gefällt euch die Lobby? Schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare und vergesst auf keinen Fall einen Daumen hier nach oben zu geben, falls euch dieses Video gefällt. Richtig, richtig, richtig cool. So, zurück zu Beast, Leute. Die ist ja bei mir richtig schlecht momentan. Wird gerade verbessern. Können wir beschleunigen um einen Tier. Und jetzt wird es nämlich teuer. Es kostet das Ganze 15 Diamanten, aber ich habe es ordentlich viel. Wow, wir sind jetzt auf einer Effizienz von 17, haben somit 2 Sterne. Oh, jetzt kostet es nur noch 10, aber das Beschleunigen wird teurer. So, ich möchte jetzt nicht die ganzen Juwelen raushauen. Wir machen das ja schön langsam immer, weil ich habe so das Gefühl, dass ich die Juwelen für Besseres brauchen werde, für andere neue Waffen oder für sonst was. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal rein hier in ein Match. Wir werden hier das Biest wieder rausgeben und den Reflektor anlegen. Nein, komm, wir spielen den verfluchten Piraten. Jetzt muss ich nur mich kleiden in einen... in Halloween. Da müssten wir halt noch den Skin freischalten, damit wir auch hier aussehen, als würden wir dazugehören. Aber wir könnten eigentlich hier unseren Skin ändern in den Toten. In den Skelett-Skin. Ja, legen wir an. Sieht auch richtig... Hä? Hallo? Wieso ist der draußen nicht? Ist da jetzt der Skin vom Royal angelegt? Nö, ist er nicht. Wieso sehe ich draußen anders aus? Ach, komm schon, Pixelgun. Da bin... Pixelgun. Wieso? Wieso bin ich nicht in der Lobby als Skelett zu sehen? Ja, egal. So, gruseliger Freizeitpark, solange noch erhältlich ist, spielen wir natürlich drauf. Und im letzten Video haben wir wirklich so ein geiles Match gehabt. Das war richtig knapp. In der letzten Sekunde haben wir den letzten Kill geholt, dass wir auch gewonnen haben. Und wir haben auch bemerkt, dass seit dem neuen Update die Vergabe von den ganzen Pokalen geändert wurde. Denn jetzt bekommt man für den Sieg, wenn man der beste Spieler ist, 50 Pokale, was schon richtig nice ist, muss ich sagen. Ah, ich habe mich noch extra verwandelt in den Samurai und dann killt mich der Typ. Was soll denn das, ey? Mach ich keinen Schaden oder was ist los? Wieso blinken die Gegner nicht auf? So. Wow, der hat sich auch in den Samurai verwandelt. Dann zurück zu Ground. Ground Control. Hier. Ich habe wenigstens ein Haustier ausgenockt. Der hat jetzt auch den Samurai. Ey, was soll das? Yes, wir haben den Mech-Kill, Oh, schade. So, na gut, mal schauen, was hier sonst so abgeht. Habe ich eigentlich Mitspieler? Ja, ich habe Mitspieler. So, wir haben den Kill. Wir haben den Kill, Leute. Okay, was hat er vor? Ich finde die Musik auch mega cool. Es passt einfach so gut dazu. Da haben sie sich schon was überlegt. Yes! Ich liebe diese Waffe so extremst. Ich liebe den Viking einfach. Es ist so eine geile Waffe mit der Blutung. Man muss halt nah an dem Gegner sein, damit man auch hier ordentlich viel Schaden zufügt. Ist ja halt eine, ja, Schrot. Da muss man schon nahe am Gegner ran sein. So, 6 zu 6. Freut mich. Das sehe ich gerne. So, spielen wir mal mit dem verfluchten Piraten. Und schießen hier ein paar grüne Dinger ab. Vergiftet ja auch, wenn man das hier noch kombiniert mit dem Wikinger und dann auch noch eine Blutung den Gegner zufügt. Puh, das ist dann schon krass. So, wie gesagt, ich bin heute ein Geist. Ich hoffe, ihr habt schon Hashtag Danny der Geist da reingeschrieben. Bam, yes. So läuft's hier. So, 2 Kills haben wir. Noch ein Kill. Yes. Oh, ich glaube, da hat mein Einhorn jetzt sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Denn das war ja am Mech dran, wie ich gesehen habe. Das war am Mech dran. Und der hat sich gerade kurz vorhin in den Mech verwandelt. Das war krass. Das war richtig krass. Yes, Mecha-Kill. Easy. Yep. Da hat schon wieder mein... Ja, Tierbändiger. Es hat schon einen Sinn, dass hier mein... Dass ich hier mein Einhorn im letzten Video so stark aufgelevelt habe. Ist hier jetzt auf Level 5, Leute. Richtig krass.
So, jetzt sind wir vorne, 16 zu 14. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Schon wieder ein sehr knappes Spiel und da hat mich jemand mit dem Laserwerfer gekillt. Skill, das ist nämlich Skill, weil ich treffe einfach nie mit diesen Waffen. Und wenn ein Gegner gut ist, dann sollte man das auch sagen, Leute. Yes! Revanche, so soll es sein. Double Kill. Yes! Ah! Verdammt, okay, okay. Mit dem Totengräber. Ist ja sehr, sehr ähnlich zum Wikinger. Ist ja auch nicht rot. So. Sollten wir gewinnen. Sollten wir gewinnen. Sollten wir gewinnen. Komm. Yes. 26 zu 24. Ich wurde gekillt. Wie sieht's aus? Sieg. Ja, Leute. 47 Pokale. Ich war, glaube ich, nicht der Beste. Aber wir sind hier in der Champion League ordentlich aufgegangen. Doch, ich war der Erste mit 10 Kills. Es läuft momentan, es läuft richtig, richtig, richtig gut. Und haben wir 10 Kills. Nice, yeah. So, verbleibende Zeit, 3 Minuten 44. Aber wir werden jetzt nicht weiterspielen, Leute. Und hier ist auch noch meine alte Lobby. Pixelgun, aktualisiere dich doch. Wie jetzt? Hey, hey. Aber jetzt ist wenigstens mein Avatar. Jetzt ist wenigstens mein Avatar schön. Verstehe ich einfach nicht. So, Halloween Bundle hergestellt. Ja, will ich auch platzieren. Dankeschön. So, jetzt sieht es alles wieder schöner aus. Jetzt passt es wieder zur Jahreszeit. Ja, Leute, das war's mit einem Video von Pixelgun.de. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls ja, Daumen nach oben geben. Tut keinen weh. Freut mich. Aber freut mich, wenn ihr das macht. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, aktiviere auf alle Fälle die Glocke. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Das war's mit Danny, dem Geist. Nächstes Mal ist Danny hoffentlich kein Geist mehr. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.